Verehrte Zuschauer, vor dem Ratschlag für Kinogänger möchte ich Sie schon jetzt auf ein Ereignis aufmerksam machen, das am kommenden Samstag um 23.20 Uhr auf dem ZDF-Programm steht. Aspekte live aus dem Esplanade Berliner Filmnacht 86. Bei 650. In 14 Tagen kann man schon mal daneben greifen. Daneben greifen wird die Aspekte-Crew aber nicht, wenn sie ihnen von der Berlinale 86 präsentiert Eindrücke, Ausschnitte, internationale Stars und viele illustre Gäste. Sie brauchen also noch nicht ins Kino zu gehen, um das Neueste vom Neuen aus der Welt des Films zu sehen. Wir haben alles dabei, am Samstag in der Berliner Filmnacht um 23.20 Uhr live aus dem Esplanade. Schlussklappe! Doch jetzt zu dem Film, mit dem die diesjährige Berlinale eröffnet wurde. Federico Fellinis Ginger und Fred, vorgestellt von Michael Lenz. Bis bald. Dieses in Ehren ergraute Tanzbar, liebe Zuschauer, war einmal die fabelhafte Imitation der Hollywood-Stars Ginger Rogers und Fred Astaire. Jetzt Seitenwechsel. Und was jetzt? Wieder zurück. 30 Jahre nach ihrem letzten Auftritt werden Amelia und Pippo noch einmal aus der Versenkung geholt, um sich in einer seltsam aufdringlichen Fernsehshow wie Ausstellungsstücke der Nostalgie zu bewegen. Der italienische Meisterregisseur Federico Fellini stellt seine mit Marcello Mastroianni und Giulietta Masina wunderbar besetzten Oldtimer in den Mittelpunkt seines neuen Films Ginger und Fred. Die beiden halten den roten Faden.